Herzlich willkommen, liebe Musikfans, zum NZ-Musiktalentcheck. Heute mit dem Herrn Kirski von den Nürnberger Symphonikern. Und ihr habt es unschwer erkannt, es war eine Trompete. Herr Kirski, was haben wir denn gehört gerade? Ihr werdet es vielleicht nicht kennen, weil ihr noch ein bisschen zu jung seid. Das war die Eurovisionsmelodie, die früher immer eingeblendet wurde, wenn europaweit Fernsehsendungen ausgestrahlt worden sind. Dieses Stück ist original komponiert worden von Herrn Charpentier und ist der erste Satz, das Te Deum daraus. Wieder was gelernt. Sehr schön. Jetzt haben Sie uns hier zwei Instrumente mitgebracht. Was ist denn der Unterschied? Also zum einen ist das hier eine ganz normale B-Trompete, auf der wir alle spielen, üben, lernen und man jegliche Musik drauf spielt. Mhm. Das ist so das Standardinstrument, was wir alle benutzen. Auf dem würde man auch anfangen, Trompete zu lernen. Genau, auf dem fängt man an. Und wenn Sie jetzt fragen, was das ist, was wir eben beim Charpentier gehört haben, ist es eine Piccolo-Trompete oder auch im Volksmund Bach-Trompete genannt, wo man die einen sehr viel helleren, höheren Klang hat und wo wir die größtenteils Barockpartien von Händel, Purcell und Bach drauf spielen. Mhm. Die lernt man aber eigentlich erst, wenn man dann fortgeschritten ist, oder? Ja. Weil sie schwerer zu spielen ist? Weil man eigentlich nicht schwerer zu spielen ist, aber die Stücke alle in einer sehr hohen Lage sind, wo man einfach eine sehr gute Trompetentechnik erstmal auf der normalen Trompete ausbilden sollte, bevor man sich an die Partien von Herrn Bach wagt. Mhm. Apropos, wann fängt man denn so an mit der Trompete? Wenn jetzt jemand 8 oder 10 ist und sagt, ich möchte gerne, kann der schon? Ich würde sagen, wenn die zweiten Zähne da sind, kann man auf jeden Fall schon. Wenn man vorher anfängt, muss man halt eine Pause einlegen, wenn man seine Schneidezähne erneuert. Ah ja, gut. Also man spart ein bisschen Zeit, wenn man dann gleich sozusagen anfängt, wenn man die zweiten Zähne schon hat. Würde ich vorschlagen. Also wer vorher musizieren sollte, könnte ja Klavier lernen oder vielleicht ein Streichinstrument. Also Vorbildung ist notwendig oder gut? Sinnvoll. Sinnvoll. Also ja. Kann man denn auch zu Hause schon mal so ein bisschen probieren, ob einem Trompete vielleicht liegt? Ach naja, eigentlich braucht man dazu schon eine Trompete und ein Mundstück, wo ich sagen würde, entweder gibt es den örtlichen Posaunenchor oder das Blasorchester oder man geht in ein Musikhaus, wo man sicherlich mal ein Instrument in die Hand nehmen kann oder fragt einen von den Leuten, die hier im Fernsehen oder im Internet auftreten, ob man mal vorbeikommen kann. Die Nürnberger Symphoniker haben ja auch ein nettes Programm für Schulen, wo man auch immer Instrumente ausprobieren kann. Mhm. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, wo man einfach mal ein Instrument in die Hand bekommen kann. Sie haben aber, glaube ich, ganz anders angefangen, ne? Ich habe ganz anders angefangen und zwar sehr autodidaktisch, nämlich auf einer Gießkanne. Auf einer Gießkanne. Kollegen sagen, es klingt manchmal immer noch so, aber, aber meine Eltern haben sich dann relativ schnell erbarmt und haben mir eine Trompete gekauft. Was kostet denn so eine Trompete, wenn man sie neu kauft? Ich denke, ein Schülerinstrument, wenn man es wirklich kaufen will, es gibt auch viele Leihmodelle, ist sicherlich eins für 500-600 € zu bekommen, worauf man sicherlich so lange spielen kann, bis man sich Instrument kauft, was professionellen Ansprüchen genügt. Mhm. Wo kann man überall mit der Trompete sozusagen mit anderen zusammen oder auch alleine spielen? Alleine ist klar, aber Orchester ist auch klar. Jazz? Sicherlich. Also ich spiele deshalb gern Trompete, weil man nahezu alle Arten von Musik mit der Trompete spielen kann. Mhm. Wir können Barockmusik spielen. Es gibt ganz wenig romantische Musik, wir können im Volksmusiksektor spielen, wir können im Jazzsektor spielen, wir können natürlich im Orchester spielen, man kann im Blasorchester spielen, man kann in der Big Band spielen. Ja, ja. Also die Trompete hat wirklich irrsinnig viele Ausdrucksmöglichkeiten. Wir haben ja eben jetzt eine Trompete ungedämpft gehört. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel diesen hier, Spitzdämpfer oder Straight Mute genannt, macht einen sehr viel schärferen Klang. Mhm. Oder zum Beispiel dieser Dämpfer, Cup Mute genannt, klingt sehr dumpf und sehr dunkel. Ganz deutlicher Unterschied. Dann gibt es diesen hier, der als Wah-Wah-Dämpfer bekannt ist. Wah-Wah. Kann man ganz nette Effekte mitmachen. Ah, das ist so
ein bisschen Comedian Harmonist, so von dem Klang her so ein bisschen. Wird oft im humoristischen Bereich eingesetzt. Wenn ich Trompete lernen will, Herr Kierski, ist es schon mal für Mädchen und Jungs gleich. Ja. Und wie viel muss ich denn so üben? Also ich denke, am Anfang sollte man, ganz wichtig, jeden Tag spielen. Am Anfang, denke ich, reicht eine Viertelstunde auf jeden Fall. Das klingt doch gut. Ja. Und wie schnell kommt sozusagen ein Ton? Also nach wie vielen Wochen könnte ich vielleicht ein Lied spielen oder einen Song, einen kleinen, leichten? Also ich denke, das geht, wenn man nicht gerade sich äußerst ungeschickt anstellt, relativ schnell. Also ich würde tippen, wenn man zum Anfang des Schuljahres anfängt, kann man schon Weihnachtslieder vorspielen. Aha, ja, das ist ja doch dann recht anständig schnell. Ja, das ist richtig. Das geht schon. Jeden Tag üben. Was müsste man denn, ach so, jeden Tag üben wegen der Luft oder wegen des Ansatzes? Na, wegen der Luft eigentlich nicht. Die Luft, die wir beim Trompetespielen benutzen, ist eigentlich kaum mehr als beim Singen, zumindest im Anfängerbereich. Was einfach eine Sache ist, die man trainieren muss, ist, wir haben ja Holzblasinstrumente und Streichinstrumente schon gehabt, wo es jeweils mechanische, also Saiten oder Rohre oder Blätter gibt, die einen Klang erzeugen. Das gibt es bei der Trompete nicht, das müssen unsere Lippen machen. Ganz allein. So, und das muss man üben. Aha. Da kann man sich kein Blättchen kaufen oder man nimmt einen Bogen, der über die Saite streicht, sondern den Ton muss man selbst produzieren. Und das knacken manche schneller und manche nicht ganz so schnell. Und wenn man das aber geknackt hat, geht es relativ zügig voran. Was muss man denn für ein Typ sein oder muss man irgendeine bestimmte Begabung mitbringen, um Trompete zu lernen? Also ich glaube, eine bestimmte Begabung braucht man nicht. Man sollte später, wenn man das Instrument länger spielt und vielleicht dann irgendwann nicht mehr im Blasorchester auftritt, wo es viele Trompeten gibt, sondern in einem Symphonieorchester spielt, wo es nur wenige davon gibt, davon ausgehen, dass man immer gehört wird. Und wenn man jemand ist, der sich gerne mal versteckt, dann sollte man vielleicht lieber nicht Trompete lernen. Also man sollte schon offensiv sein. Also ein bisschen Mut mitbringen. Man sollte, man muss kein Poser sein, aber eine gewisse Selbstverständlichkeit im Auftreten würde auf jeden Fall helfen, dass man nicht mit Auftrittsängsten zu tun hat als Trompeter. Deswegen sind Trompeter auch oft so sehr gut gelaunt. Kann das sein? Naja, wenn man immer gehört wird, dann geht man natürlich auch immer das Risiko ein, dass wenn man Fehler macht, dass man ein bisschen ausgelacht wird. Und da hilft es manchmal, wenn man ein bisschen robustere Natur hat. Könnten wir von diesem wunderbaren, robusten Charakter noch etwas zu hören kriegen musikalisch? Na klar. Was halten Sie von AIDA? Kennt sicherlich jeder.